Am 17. Oktober hatte ich das Vergnügen, eine etwas andere Buchpräsentation zu moderieren. Heike Kettl, das 16-jährige Multitalent aus Ried, präsentierte im Rieder Stadtsaal ihr neues Buch Flammenkrieger. Ja, also vor langer Zeit, noch bevor die Weißen das Land der Indianer eroberten, wurde eine Prophezeiung gesprochen, die von der Ankunft der weißen Männer erzählt und einen Jungen erwählt, in dessen Händen eben das Schicksal dieses Landes liegt. Und viele Jahrzehnte später erfüllt sich die Vorhersage und dieser Junge wird geboren, ein weißer Junge mit dem Namen Billy Hathaway. Und als Billy seine Bestimmung erkennt, zieht er mit seinem treuen Gefährten, dem Indianerjungen Scotty Kittay, und einem schweigsamen Reiter, den ein dunkles Geheimnis umgibt, ja von zu Hause fort, auf der Suche nach dem Tal der Tränen. Und dieses Lächeln war nicht nur auf ihren Neben einigen Kostproben aus dem Buch wurde das Programm mit zahlreichen tänzerischen und musikalischen Darbietungen untermalt. Wobei auch hier die Autorin selber als Choreografin agierte, um ihr Buch den Gästen visuell darzustellen. Doch wer nun denkt, dass Heike ihr Leben nur mit Schreiben verbringt, der hat geirrt. Denn ihre Freizeit nutzt sie wie jeder andere Jugendliche in ihrem Alter. Ich habe früher Theater gespielt in einer Theatergruppe. Ich bin gern kreativ, mache auch Sport, Laufen, Schwimmen, alles Mögliche. Und wie es Carina Puhe in dem Lied You've Got a Friend besingt, wird Heike auch mit diesem Buch wieder zahlreiche Freunde gewinnen.